Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Damen, Hammerkanne, Kommando zurück. Liebe Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie recht herzlich auch zu den Linux-Tagen hier in Eisenstadt. Und ich habe mir gedacht, ich bringe ein Stück burgenländischer Hardware mit, das Sie sicherlich noch nicht gesehen haben. Sie werden erstaunt sein, was ich da jetzt rausnehme. Davon gibt es nur ein einziges Stück, das ist nicht das Original, das ist zu wertvoll. Das ist die Venus von Zillingtal. Diese Venus von Zillingtal ist ein Idol aus der Jungsteinzeit und wurde ca. 5000 bis 5500 vor Christus angefertigt. In meinem Heimatort Zillingtal, 12 Kilometer von hier. Die Venus wurde von einer Frau gefunden, die nach dem Zweiten Weltkrieg in einem Bombenkrater gekrochen ist, als kleines Mädchen, weil sie hat irgendwas schimmern gesehen. Es war ein Knochen dort, der hat es weggeworfen und das hat sie sich behalten. Und da ist eine Radiokarbondatierung erfolgt, also 5000 bis 5000 vor Christus. Das Original ist im Privatbesitz, hat einen unschätzbaren Wert. Es gibt insgesamt drei Kopien davon. Im Landesmuseum in Eisenstadt, eine habe ich bekommen als anerkannter Bildungsexperte und ich habe mir gedacht, ich nehme sie mit heute zum Vortrag, damit sie sich auch ein bisschen ergötzt und ich stelle sie zu einem, ja, das habe ich bei den Linux-Tagen in Wien mir gemacht, aus einem 3D-Drucker, eine Vase, ich habe sie schon mehrfach ausprobiert. Das Wasser kommt nicht raus, also es funktioniert, man kann es herschenken, es ist sehr leicht und ich habe noch eine kleine Rose aus meinem Garten gepflückt für die Venus, damit sie sich besonders wohlfühlt. Also Sie sehen, das Burgenland hat auch Hardware zu bieten, 8000 Jahre alte. Wer weiß, ob sich unsere Daten, unsere so hochgerühmten Datenmengen so lange halten wie diese kleine liebe Venus. Zum Vortrag selbst, ich werde mich ab und zu hinsetzen, weil ich ziemlich krank bin und im Spital war lange Zeit. Ich habe die letzten Jahre immer wieder vorgetragen, ich bin ja Professor an der Bundeshandelsakademie und da habe ich mich einmal sehr bemüht, da habe ich über Content-Management-Systeme irrsinnig viel geschrieben, also keine primitive Präsentation aller PowerPoint, sondern richtig ganz viel, ja, habe das wirklich sorgfältig angefertigt und ins Internet gestellt und dann habe ich mich ein paar Monate später selbst gegoogelt und plötzlich sehe ich Dr. Herbert Gassner, nicht genügend, nicht genügend, nicht genügend, nicht genügend. Denke mir, hoppla, was ist da los? Ich habe mit Auszeichnung maturiert, ich habe ein Doktorat, warum bin ich jetzt plötzlich nicht genügend? Und habe dann festgestellt, dass meine schöne Arbeit, die ich gratis für die Linux-Tage in Eisenstadt gemacht habe, von einer Studentin der Fachhochschule Kufstein abgekupfert wurde, die hat es eingereicht und die haben eine Software, die das festgestellt hat und die hat den nicht genügend bekommen, aber sie haben quasi das mir zugeschrieben. Ich habe dann gesagt, sie sollen das dringend löschen, weil sonst glauben die Leute, ich bin nicht genügend. In Wirklichkeit war die Arbeit eben so gut, was gibt es für ein schönes Kompliment, dass das sie gestohlen worden ist. Seitdem stelle ich also nichts mehr in diesem Ausmaß ins Internet. Dann was Präsentationen anlangt, ich bin ja jahrzehntelang Lehrer, wenn ich mir diese PowerPoint-Präsentationen anhören muss, packt mich manchmal der Ekel, das führt zu einer Verflachung des Denkens, nicht? Power corrupts, PowerPoint corrupts, absolutely, wie es so schön heißt. Und wie ich hergekommen bin und mir diese Wahlplakate angeschaut hat, ans Werk, Europa im Herzen, Burgenland im Hirn oder irgendwie umgekehrt, oder erfahren, anerkannt, haben wir gedacht, na hoppla, ungefähr, das ist nur ein bisschen tiefer, ein bisschen seichter, diese primitiven Reimchen, als das, was oft geboten wird. Also ich werde mich bemühen, eine Stunde lang, glaube ich, habe ich Zeit, Ihnen alles zu diesem Thema zu erläutern und zum Schluss schauen wir uns dann einen Film an über das Happy Lab in Wien. Wer kennt das schon? Ja, also wenige, die meisten nicht. Das habe ich mir angeschaut bei der langen Nacht der Forschung. Ja, zunächst für diejenigen, die den Internetclub Burgenland, der ja begonnen hat, 2002, glaube ich, mit diesen Linux-Veranstaltungen im Burgenland. Was ist der Internetclub Burgenland? Sie wissen ja, es wird immer wieder mehr digitalisiert und es gibt ein
zentrales Vereinsregister des Innenministeriums, ZVR.BMIGV.AT. Wenn man das eintippt und den Vereinsnamen weiß, dann sieht man jeden der ca. 120.000 registrierten Vereine in Österreich. Und der Internetclub Burgenland, da steht drin, Entstehungsdatum 24.07.1996, also unseren Verein gibt es 18 Jahre und der Obmann ist der Diplom-Ingenieur Busanic, den Sie ja gesehen haben. Der ist also bis 24.11.2014 Obmann. Man sieht aus diesen Informationen sozusagen alles, der gläserne Verein ist sozusagen Wirklichkeit, die Basisinformationen. Naja, wenn wir uns jetzt anschauen, unseren Verein 18 Jahre, Linux ist ein bisschen älter, ein paar Jahre, also wie unser Verein entstanden ist, war Linux ein fünfjähriges Kind. Und wenn wir noch ein bisschen mehr zurückgehen, ohne Unix gäbe es ja weder Linux noch Android, denn im April 1969 ist sie entstanden, die Mutter der Betriebssysteme, nämlich Unix. Und Dennis Ritchie hat dann 1972, also der die Programmiersprache C erfunden hat, diese komplett in C geschrieben. Und 1991 Linux mit dem finnischen Studenten Linus Torvalds, der eben den auf Unix basierenden Linux-Kernel publiziert hat. Ubuntu 2004 und Android 2008 mit modifizierten Linux-Kernels. Dann, es ist so, dass man halt immer wieder einige Vorstellungen hat. Ich erwähnte es nur, was ich für wichtig halte, weil es ja unter Videoeditoren unter Linux heißt. Es gibt sehr viele Geräte, wo Linux drin ist, aber eigentlich Linux nicht draufsteht. Wenn Sie denken, die ganzen Chromebooks, ja, ob die von HP sind oder Acer, da ist eben, sind Linux-basierte Systeme enthalten oder auch Smartphones, Firefox OS, da gibt es glaube ich ein einziges Smartphone in Deutschland, das Alcatel Vantage Fire, die basieren auf Linux, obwohl, wie gesagt, man es ihnen nicht anmerkt und es steht auch nicht drauf, aber es ist Linux. Wir haben immer wieder gejammert, dass es so wenig Geräte mit vorinstallierten Linux gibt, aber es gibt immer mehr, wenn Sie sich im Internet bewegen, immer mehr PCs, Notebooks und so weiter, die ein vorinstalliertes Linux haben. Es gibt auch die entsprechenden Anbieter, auch für den deutschen Sprachraum. Ich mache jetzt keine Werbung, aber zum Beispiel in Bayern gibt es diese Firma Tuxedo, also im Internet linuxonlineshop.de, die sich eben auf Notebooks und PCs mit vorinstallierten Linux, also nicht nur mit vorinstallierten Linux, sondern mit voroptimierten Linux spezialisiert haben. Und ich habe mir die Berichte der letzten CeBIT durchgelesen. Also diese Firma aus Bayern war vertreten und hat ihre Slimbooks und so weiter auf Linux-Basis vorgestellt. Und die sind eigentlich Notebooks mit sehr moderaten Preisen, die aber mit sehr vielen Features glänzen, wie mit langen Laufzeiten. Also die Beschwerde, naja, das gibt es nicht vorinstalliert, ist heute eigentlich nicht mehr angebracht. Und auch die Expertise wächst immer mehr, wenn Sie denken, also wie wir mit den Linux-Tagen begonnen haben, da ist dieses deutschsprachige Linux-Wiki, also linuxwiki.org erschienen, das hat heute 4000 Seiten. Also 4000 Seiten an Gratisinformation über Linux an und für sich. Oder prolinux.de, wer sich mit Linux beschäftigen möchte, hat eigentlich jeden Tag eine neue Nachricht oder mehrere neue Nachrichten. Was tut sich in der Welt von Linux, Software-Neuvorstellungen auf Linux-Basis und so weiter und so fort. Und das letzte, Linux-Versionen, was glauben Sie, wie viel gibt es schon? 400. Ah, da gibt es schon viel mehr, also 611 ist die letzte Zahl. 600 ist überschritten worden, 611 Versionen wurden bisher entwickelt, natürlich Debian und so weiter, Ubuntu bekannt, aber es gibt viel, viel mehr und das wird oft von vielen als Chaos empfunden, als Wirrwarr, ist es aber nicht. Also diese Linux-Distributionen haben ja alle einen bestimmten konkreten Sinn. Wenn jemand zum Beispiel sagt, bitte, ich habe eine ältere Hardware, die will ich nicht wegschmeißen, die will ich mir behalten, kannst du mir jetzt eine Linux-Distribution sagen, wo ich schnell und mit möglichst wenig Lernaufwand eine Umstellung machen kann, kann man ihm etliche empfehlen. Nicht, ob das jetzt Linux Mint ist oder Ubuntu. Es gibt für sozusagen jeden Einsatzzweck ein geeignetes oder mehrere geeignete Linux-Distributionen.
Also im Grunde genommen schaut es sehr gut aus. Es gibt immer mehr Geräte, wo es vorinstalliert ist. Es gibt immer mehr spezialisierte Distributionen für Einsteiger, für Umsteiger, jetzt von Windows XP, nicht, wo der Support ausgelaufen ist. Also die Linux-Szene, obwohl wir so wenige sind hier, leider wächst, blüht und gedeiht im globalen Rahmen, wenn auch nicht hier, wo eigentlich mehr Schüler, Schülerinnen und Studenten anwesend sein sollten. Die würden sicherlich profitieren, aber global betrachtet ist die Linux-Szene im Aufwind. Jetzt zum Thema, bevor wir uns dann vielleicht Videos anschauen, Videoeditoren unter Linux. Da gibt es eine ganze Reihe, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte und miteinander vergleichen möchte und dann vielleicht im nächsten Teil Vergleich zu kommerziellen Produkten. Die erfolgreichste, also derzeit erfolgreichste Software, der erfolgreichste Linux-Videoeditor ist OpenShot. Es gibt eine Website, das können wir uns dann später anschauen, openshotvideo.com. Es gibt openshotusers.com, Supportgruppen von Leuten, die dieses OpenShot benutzen. Es ist freie Software, es ist einfach zu benutzende Software. Sie hat sehr viele Features, die ich Ihnen jetzt auflisten werde. Und das ist eben der erfolgreichste Videoeditor für Linux derzeit. Er findet sich im Software Center von Ubuntu. Man kann diese Software leicht installieren. Sie ist sehr übersichtlich aufgebaut, also ein dreigeteiltes Fensterlayout mit Spuren, Vorschau, Werkzeugkasten. Die Bedienung ist äußerst intuitiv per Drag and Drop. Also die Videoschnittneulinge sind da bestens bedient. Sie finden sich schnell zurecht und das ist vielleicht das Hauptgeheimnis dieser Software. Sie bietet die Grundfunktionen, die auch alle anderen Videoeditoren, egal jetzt ob kommerzieller Art oder im Open-Source-Bereich aufweisen, eben zum Montieren und Schneiden von Videoclips, aber darüber hinaus gibt es etliche Features, die durchaus beachtenswert sind. Es gibt einen Titelgenerator, dann gibt es über 50, also derzeit in der letzten Version über 50 Überblendeffekte von nützlich bis schräg, die man einfach auf die Clips ziehen kann. Es funktioniert einfach nur auf den Clip ziehen und man kann sich das dann in der Echtzeitvorschau gleich ansehen, wie wirkt dieser Überblendeffekt. Die ganze Effekte-Sektion ist sehr reichhaltig. Es gibt Korrekturwerkzeuge für Helligkeit, für Kontrast, neben Spaßeffekten, Zeichentrick und so weiter. Es ist wirklich ein beachtlicher Umfang. Servus. Im Vergleich wird OpenShot wie folgt beurteilt, also Best Combination of Features, wenn man sich andere Produkte, die ich Ihnen da nennen werde, anschaut und mit OpenShot vergleicht, kommt man darauf, wenn man sich mit dieser Software längere Zeit beschäftigt, eigentlich die Kombination der Features passt. Sie ist wirklich watschen einfach zu bedienen, man kann Videoclips kombinieren mit Audio-Tracks, mit Fotos. Es gibt den Ken Burns-Effekt, ich weiß nicht, ob ich das erklärt soll, also wenn man ein Foto hat, das das quasi automatisch zoomt, es wird sozusagen alles gespielt an Effekten, was derzeit möglich ist. Man kann direkt überspielen von einem angeschlossenen Camcorder zum Beispiel. Blender wird mit installiert für 3D-Titel und es gibt also in der letzten Version nicht nur 3D-Titel, sondern immer mehr 3D-Effekte, Spiegelungen und so weiter. Also man kann jede Menge 3D-Effekte in das Video, in den Film, in den fertigen einbauen. Dann ja natürlich auch Cliparts. Sie wissen, es gibt diese große Sammlung openclipart.org, die kann man natürlich auch einbauen. OpenShot arbeitet mit HD-Videos, also ausgezeichnet, zusammen. Das Einzige, was nicht geht, von einem FireWire-Kabel, kann man nichts importieren, aber sonst Blu-rays, 3Ds und so weiter ist da ziemlich alles möglich und der Export auch in viele Formate. Und in der letzten Version hat es wieder einige Verbesserungen gegeben, also die Clips lassen sich in der neuen Version, also viele Clips auf einen Streich in die Timeline ziehen. Es gibt, das können wir uns dann vielleicht am Schluss anschauen,
sehr schöne Musikvideos auf YouTube, die mit OpenShot gestaltet worden sind. Also man kann sich auch jede Menge fertiger Produkte anschauen und dann sich überlegen, okay, verwende ich diese Software oder nicht. Aber Beispiele gibt es jede Menge. Also mir persönlich hat am besten gefallen von den Musikvideos, die ich mir angeschaut habe, die auf OpenShot basieren, also mit dieser Software fabriziert wurden. Da gibt es eine A Cappella-Gruppe aus Holland, aus den Niederlanden, die Konik Dan, also das ist wirklich super. Man sieht da wirklich, was diese OpenShot-Software alles zu leisten imstande ist. Und global betrachtet, ich war in den letzten Jahren mehrmals in Indien, in Kerala, das ist dieser Bundesstaat im Süden, im Westen von Indien, da ist OpenShot, also offiziell in den IT-Lehrplan der Schulen aufgenommen worden, im Schuljahr 2011, 2012, also circa 1 Million Schülerinnen und Schüler in Kerala haben das im Unterricht, sie müssen das lernen, das wird benotet und hoffen wir, dass sie dann auch schöne Filme auf YouTube stellen oder woanders hin, die sie dann eben produzieren. Aber wie gesagt, 1 Million Schüler, das ist der letzte sozusagen Bericht, was die Anwendung anlangt. Ja, belegen tut OpenShot auf der Festplatte 57 Megabyte. Es gibt ein Handbuch, es gibt diverse Erweiterungen, es gibt diese OpenShotUsers.com, da gibt es ein Manual, ich habe mir das jetzt angeschaut, wie ich den Vortrag vorbereitet habe, das gibt es derzeit in 15 Sprachen, auch in Deutsch. Das kann man sich herunterladen, da gibt es also die Features Overview, dann die Einleitung, Screenshots und es gibt, man muss sich das eigentlich nur herunterladen, ausdrucken und man kann dann sich das näher anschauen, das Programm. Es ist ziemlich gut erklärt. Dann gibt es noch ein Users Forum, wo man sich austauschen kann mit anderen Usern. Gibt es Post-Guidelines und man muss sich registrieren und um Spammer auszuschließen, wird der erste Post moderiert. Also es schaut sich jemand das an, ob das kein Quatsch ist, ob das nicht Spam ist. Wenn das sozusagen die Pipeline passt, hat dann der User, der sich registriert hat, die normalen Posting-Rechte. Wenn man OpenShot in Google eingibt, kriegt man 24.500 Ergebnisse. Ja. Es gibt jede Menge Kurse, Tutorials in verschiedenen Sprachen. Es hat eigentlich keinen Sinn, noch ein Tutorial oder ein kurzes Tutorial zu machen. Es gibt eh schon so viel. 24.500 Einträge. Ja, der NASA OpenShot Crash Kurs. Also es ist eigentlich nicht schwer, sich hier Informationsmaterial zu beschaffen. Der Gründer des Projektes, um ein bisschen die Genesis zu erläutern, ist ein Amerikaner, Jonathan Thomas. Er hat also OpenShot erdacht und er ist vom Beruf her ein Programmierer, Professional Software Developer. Er hat eigentlich in einem Interview, ein paar Interviews von ihm durchgelesen im Internet, er hat gesagt, ja, sein Hobby, er hat Kinder, sein Hobby ist es, kurze Videos zu machen mit den Kindern und da hat er eben kein geeignetes Softwareprodukt gefunden auf Open-Source-Basis und dann hat er eben OpenShot entwickelt. Also OpenShot datiert der Beginn aus dem Jahr 2008. Seit 2008 gibt es eine Entwicklung dieser Software. Es gibt laut seiner Angabe eine große, eine aktive Community, aber nur 4 Personen, die zum Code hauptsächlich beitragen. Also Primary Contributors, wie das so schön heißt, ist überschaubar und eigentlich ein Erfolg. Er selbst hat die Entwicklung, also das Motiv, warum er das gemacht hat, eben kurze Videos mit den Kindern zu machen, als A Labor of Love bezeichnet. Ja? Aber mit A Labor of Love kommt man global nicht viel weiter, das ist vielleicht am Anfang ziemlich gut. Er ist auf Kickstarter gegangen, auf diese Crowdfunding-Plattform, und OpenShot hat innerhalb kurzer Zeit über 45.000 US-Dollar gesammelt. Also er hat eigentlich nur, ist ja schön, wenn das passiert, er hat nur 20.000 US-Dollar haben wollen über Kickstarter. Letzten Endes hat er eingesammelt 45.000 US-Dollar. Also ein sehr schöner Erfolg, mehr als doppelt so viel, als er erhofft, als er gebraucht hat. Und das ist natürlich ein Zeichen, dass es sich schon auszahlt, also derartige Projekte auch auf Kickstarter zu lancieren, denn immerhin derzeit
6,2 Millionen Leute weltweit unterstützen Kickstarter-Projekte. Das ist eine schöne Zahl. Und wie gesagt, man hat diese Software entwickelt. Die gibt es Untertitel, kann man machen, Transitions, jede Menge Effekte. Man kann das auf eine DVD exportieren, Blu-ray und natürlich auch auf die Online-Plattformen YouTube, Vimeo und so weiter. Das grundsätzlich also zu diesem Softwareprodukt, das ich auch vorschlagen würde als Pädagoge. Ne? Die Inder sind ja auch sehr klug, die haben bekanntlich die Zahl 0 erfunden. Der Markus Dauber war auch in Indien als IT-Professional im Rahmen der universitären, denkuniversitären Zusammenarbeit. Und Kerala, der eigentlich der fortschrittlichste Staat ist in Indien, voll alphabetisiert. Die haben dort auch das größte Technologiezentrum der Welt übrigens, wo ich das ich mir angeschaut habe, also nicht umsonst, haben die OpenShot gewählt. Schauen wir uns jetzt die Konkurrenz an im Bereich der freien Software. Da gibt es also Cinelera, hat eigentlich zwei Versionen. Es gibt eine nicht unterstützte Community-Version und eine kommerzielle Version. Nur hat Cinelera eine, im Vergleich jetzt zu OpenShot, eine relativ steile Lernkurve. Ja? Das natürlich viele abstößt, die sich zum ersten Mal mit Videoschnittprogrammen beschäftigen. Und also wer diese steile Lernkurve scheut, der sollte sich nicht mit Cinelera beschäftigen, sondern eben zu OpenShot greifen. Dann gibt es, ja, also zu Cinelera noch, also es ist nicht so leicht zu erlernen, es ist weniger tolerant zu verschiedenen Videoformaten, als dies OpenShot ist und hat aber dafür unzählige Effekte, also wesentlich mehr. Also wer verspielt ist, wer das Lernen nicht scheut, steile Lernkurven ist sicherlich mit Cinelera besser bedient. Es hängt immer ab, wofür man das Produkt einsetzen möchte. Dann gibt es ja noch einen Open Movie Editor, von dem würde ich abraten. Der Open Movie Editor, der crasht ziemlich oft. Er hat nicht genug Optionen im Vergleich zu OpenShot, also eher Hände weg. Dann gibt es PTV the PyTY for really simple stuff. Ja, würde ich auch nicht unbedingt empfehlen. KDE in Live eher für fortschrittlichere Dinge. Dann gibt es auf SourceForge.net noch Lives. Lives ist ein Schnittprogramm, das eher umständlich ist in der Bedienung und wenn man einen Clip beschneiden oder trimmen will, stößt man sehr schnell auf das Ende. Also eigentlich ein nicht fertiges Produkt. Dann gibt es noch Avidemux, das kleine Filmstudio, ja, mit dem kann man auch einfach Videos bearbeiten. Vorteil sind die vielen Formate, in denen man Videos bearbeiten kann und in die man auch das fertige Produkt dann wieder exportieren kann. Dann das letzte Produkt ist Lightworks. Lightworks ist etwas für professionelle Videoschneider, also für Profi-Cutter oder für semi-professionelle Videoschneider. Es ist ursprünglich ein kommerzielles Produkt und nach wie vor ein kommerzielles Produkt der Firma Edicare. Es wurden etliche Hollywood-Filme mit diesem Programm geschnitten. Blockbuster, circa 12 an der Zahl, die mit diesem Programm in den letzten Jahren gemacht worden sind. Aber wenn man das verwendet, es gibt eine Linux-Version, so stößt man sehr schnell an die Grenzen. Das heißt, es ist so, es gibt einen, also wenn man auf www.lwks.com geht, kann man sich die freie Version herunterladen. Es gibt einen Aktivierungszwang. Die Linux-Version läuft nur auf 64-Bit-Systemen und was der größte Nachteil ist, exportieren kann man Videos lediglich im MPEG-4-Format und bis zu einer Auflösung von 720p, also auf YouTube. Da sind die Grenzen. Und die Vollversion ohne Einschränkungen kostet 250 Euro. Also mit der Vollversion kann man auch DVDs oder Blu-rays erstellen, wenn man das möchte. OpenShot bietet diese Option gratis an. Also das sind die Programme, halbes Dutzend Programme, die regelmäßig erörtert werden unter Linux. Also ich würde sagen, OpenShot ist
das Beste. Nicht umsonst haben so viele Leute auf Kickstarter gespendet dafür. Nicht umsonst ist es so, dass doch Schulverwaltungen offiziell auf dieses Programm setzen. Und die anderen Programme, ich habe mir das angeschaut, haben mich nicht überzeugt. Teilweise sind sie zu schwer zum Erlernen, wenn man jetzt Anfänger hernimmt. Zum anderen sind sie kastrierte Freeware-Versionen wie Lightworks, wo man sich sagen muss, okay, warum soll ich quasi schmalspurmäßig etwas erstellen, wenn ich das auch mit OpenShot besser kann und vor allem gratis kann und diese Zwänge, Aktivierungszwänge und so weiter, von denen ist sozusagen abzuraten. Dann zu Videos generell, natürlich ist hier nicht nur die Software zu betrachten, sondern natürlich auch die Hardware. Es gibt heute tolle Kameras, die aber für den privaten User doch ein bisschen teuer sind. Zum Beispiel Blackmagic Cinema Camera, die kostet 1865 Euro. Das ist eine digitale High-End-Filmkamera. Die hat einen Dynamikbereich von 13 Blenden, Wechselobjektive und so weiter. Ja, da muss man eben fast 2000 Euro hinlegen. Dann hat man ein Top-Hardware-Produkt, das dann Top-Videos machen kann. Das ist natürlich auch eine Voraussetzung. Und Sie werden ja dann wissen, es gibt Smartphones, ohne dass ich jetzt Werbung mache, ich habe keins, also dieses Samsung Galaxy S5, da ist es so, dass ja die Rückkamera einen Sensor besitzt mit 16 Megapixeln und die Videos also mit 4K Auflösung, also das sind 3814 mal 2160 Pixel aufnimmt. Ja? Also wenn man viel in Hardware investiert oder viel Geld dafür hat, kriegt man natürlich dann auch Top-Video raus. Also das Verführerische an Ultra-HD oder UHD oder 4K ist eben die mit 3840 mal 2160 Pixeln sehr hohe Auflösung. Also sie ist das Beste, was man derzeit bekommen kann und eigentlich die Zukunft auch des Fernsehens und nativen 4K-Genuss bieten auch Inhalte bei YouTube. Also man muss nur 4K hineingeben und dann bei Settings und Quality auf 2160p einstellen und dann kann man also diese volle UHD oder 4K Auflösung bekommen. Es gibt auch Upscaling Techniken dazu, aber auf die möchte ich hier nicht näher eingehen. Und natürlich Ultra HD oder 4K Fernseher gibt es ja schon von Sony, auch von anderen Marken. Das Problem besteht darin, dass es zu wenig 4K Inhalte gibt, obwohl die großen Konzerne wie Amazon zum Beispiel selbst 4K-Inhalte zunehmend produzieren, wenn man die Szene beobachtet. Und für Private, zum Beispiel, ich habe jede Menge Dias noch, heute Kassetten, 5,25 Zoll, Disketten und so weiter. Wenn man jetzt Material oben hat, was soll man mit dem tun? Bei den Schulbibliotheken ist ja das so ähnlich, ne? Das wird dann immer weggekaut. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten, diese alten Filme, Videos und Bilder zu sehen und es gibt auch in Wien eine Firma, also wenn man diese alten Sachen dorthin bringt, die digitalisieren das und man kann das aber selbst schneiden dann, als Kunde, als Konsument und zwar online. Da gibt es also ein eigenes Programm und wenn man dort registriert ist, das heißt MyCard Online-Schnitt, dann kann der Nutzer zu Hause, also eigentlich Profi-Studio-Technik nutzen zu Hause, muss natürlich dann dafür bezahlen, aber wenn man wirklich jetzt tolle alte Filme hat, Hochzeiten oder wie auch immer, Dorfen, Begräbnisse ja nicht, kann man das durchaus auf diese Art sozusagen ins digitale Zeitalter rüberführen. Naja, dann zu den kommerziellen Produkten im Vergleich jetzt zu Open-Source-Produkten. Natürlich wird immer Schindluder getrieben mit der Werbung. Ich habe jetzt gelesen, wenn man irgendein Produkt kauft, sind eigene Videos im Hollywood-Format ab sofort keine Zauberei mehr. Da muss man schmunzeln, wenn man sowas liest. Aber kommerzielle Software ist ab 90 Euro zu haben. Das ist ungefähr das untere Preislimit. Wenn man Urlaubsvideos schneiden will, zum Beispiel, ja, das ist, wenn man mit einmal, zweimal tanken geht, dann hat man sozusagen diese Software. Natürlich braucht man die, weil ungekürzte Videos sind langweilig. Man kann das aber andererseits nicht so nebenbei machen. Wer hat schon die Zeit, dass er da jetzt wirklich herumdüftelt und herumfeilt. Und es gibt jede Menge also kommerzieller Produkte, die aber für den Normalverbraucher
eigentlich nicht notwendig sind. Also wenn OpenShot das kann und OpenShot kann das, warum soll man sich teure Produkte kaufen, wenn man jetzt kein professioneller Cutter ist und das wirklich nicht für kommerzielle Zwecke braucht. Also Sony hat dieses Movie Studio, dann Profi Pro, da wäre Sony Vegas Pro. Die Herausforderung ist, wenn das Storyboard bzw. die Timeline befüllt wird mit Videoclips und diese Videoclips in vielen unterschiedlichen Formaten vorhanden sind, dann ist die Herausforderung dieser Materialmix. Der stellt hohe Anforderungen an die Stabilität der Software beim Bearbeiten, beim Schneiden. Und wenn eine Software diesen Materialmix gut bewältigt, dann ist sie einfach gut vom Ergebnis her. Dann wird das ruckelfrei abgespielt. Und wie gesagt, es hängt davon ab, was man konkret will, wie man sich selbst definiert. Apple-User, ich habe verschiedene Computer, auch Apple-Produkte, da gibt es das iMovie von Apple, das eignet sich für den Gelegenheitscutter. Ja, wenn man Gelegenheitscutter ist, kann man dieses Programm verwenden, denn Vorbereitung des Materials zusammenschneiden, die endgültige Gestaltung, das verlangt viel Zeit. Und diese Software von Apple nimmt eigentlich viel Zeit weg. Sie ist ja auf Consumer Macs vorinstalliert, wurde im Vorjahr general überholt und es ist also nicht schwer. Man legt ein Projekt an, importiert einige Videos, dann überall hat man im unteren Bereich eine Timeline zur Komposition der Szenen und man sieht dann diese eben einfach nur in die Timeline und der Szenenablauf mit Übergängen und so weiter, das kann man sich automatisch auch schon machen lassen. Also man muss da nicht tüfteln und so weiter, es gibt Programme, die das können. Also iMovie kann das und man muss halt sozusagen nur die Grundrichtung vorgeben und dann werden automatische Effekte, Übergänge und so weiter, die kann man schon produzieren. Und die Spezialität sind eben diese Trailer, wo man nur noch Filmschnipsel auswählen braucht und Texte anpassen muss und dann hat man in kürzester Zeit eben ein ansprechendes Video, das man herzeigen kann. Es gibt natürlich andere Produkte, bei Videoschnittsoftware, Final Cut Pro X von Apple, es gibt einfache Produkte, also auf diese Dinge möchte ich nicht eingehen, sondern auf ein anderes Thema, wozu überhaupt Software, sei es freie Software, sei es kommerzielle Software. Es gibt ja immer mehr Web-Applikationen, die einem das abnehmen, diese Arbeit. Wenn man jetzt auf YouTube unterwegs ist und öfter schaut, was ein Lehrer macht, sozusagen Stunden entfallen. Mich haben jetzt zwei Dinge fasziniert, die ich mir auf YouTube angeschaut habe. Ja. Sie wissen ja diese Street View von Google, das ist ja eigentlich sehr interessant und da gibt es einen japanischen Künstler, der hat Straßenaufnahmen zusammengestellt in der Nacht weltweit und ein Video produziert, das Nightless heißt. Kann ich Ihnen empfehlen, sich mal anzuschauen. Das ist wirklich interessant. Es wird praktisch aus diesem Google Street View auf einen Film ein Video kreiert, das wirklich künstlerisch wertvoll ist. Natürlich gibt es auch viel Unsinn. Jetzt habe ich einen Tesla gesehen, 70.000 Dollar Auto und Akkureichweite nur 400 Kilometer und das geht in Flammen auf und man kann sich das auf YouTube anschauen. YouTube hat ja einen Video-Editor. Ich weiß nicht, hat wer schon gearbeitet mit dem? Hat schon wer was online gestellt? Es gibt einen YouTube-Video-Editor, der gar nicht so schlecht ist. Also ich habe etliche Sachen gemacht damit. Man muss sozusagen das Video oder die Videoclips, die man bearbeiten möchte, in die Bearbeitungsleiste ziehen. Man kann also weitere Videos nachziehen und dann zu einem kompletten Video zusammenfassen, zusammensetzen. Man kann auch Audiomaterial hinzufügen. Da zieht man eben im Betreuerdatei runter, nach unten und platziert sie unter das Video. Dann hat man ein komplettes, kurzes Video. Also wenn man einfache Sachen vermitteln will, einfache Botschaften das Volk bringen will, braucht man eigentlich keine, weder kommerzielle noch Open-Source-Software. Es gibt Webdienste, die das sozusagen anbieten. YouTube ist einer davon. Und es gibt aber auch andere Videoportale, nachdem ich einen Education-Background habe als Lehrer, wie Logo.tv, also da gibt es jede Menge kostenloser Lernvideos. Viele davon sind mit OpenShot erstellt übrigens zu allen wichtigen Schulfächern und man kann sich sozusagen das anschauen. Die Inhaltslieferanten, die Content-Lieferanten sind zum großen Teil Lehrer, also die dieses Programm befüllen. Und dann, genauso wie die Botschaften immer kürzer werden, ne,
Wahlplakate ans Werk, steht da, ans Werk. Das ist die Aussage. Ja. Desto kürzer werden immer die Sätze der Schüler, desto kürzer werden auch die Videoclips. Ja. Bei Instagram kann man, da gibt es ja auch ein Videokamera-Symbol, man kann, also 15 Sekunden hat man Zeit, kann man Clips machen. Ja, für genial oder auch nicht, je nachdem, wie man das betrachten möchte. Also man kann kurze Videos mit 15 Sekunden gestalten, mit Schnitteffekten, die sind dabei. Und die Tendenz geht eben in Richtung dieser kurzen Dinge. Ne? Immer kürzer, immer seiner. Ich habe zumindest den Eindruck, ich schaue mir das an, auch bei den Schülern. Die Professor, schauen Sie, was Sie da gemacht haben. Ne? Schaut man natürlich hin. Ja, zu, wie gesagt, der Sinn des Vortrages ist ja nicht ein Workshop zu machen, da würde man einen Tag brauchen. Ich habe jetzt unlängst den ID der Wirtschaftskammer besucht, ich kriege immer was dabei. Voriges Jahr habe ich gewonnen, zwei Ballonfahrten über Oberösterreich, habe ich von unserem Internetclub, der schon immer fahren wollte, das kostet 400 Euro, ne? Teurer ist irgendwo mit dem Flugzeug nach Ägypten zu fahren. Sie haben über Steyr herumgefahren, man sagt nicht fliegen, herumgefahren und haben auch Fotos gemacht. Und dieses Jahr habe ich gewonnen 300 Euro Wifi-Gutscheine, das Wifi Wien. Ja, hat mich gefreut, was soll ich jetzt mit den Gutscheinen machen? Und habe mich in so einen WordPress-Kurs hineingesetzt. Sie wissen, Blog-System, WordPress, kostet 220 Euro, 8 Lerneinheiten, also von 9 bis 17 Uhr mit einer Mittagspause. Ich habe halt meine Gutscheine eingelöst, 80 Euro sind wir noch übergeblieben, da mache ich in der Weinseminar, wenn es das gibt. Und da habe ich natürlich auch gesehen, es gibt WordPress.com gratis, da muss man halt Werbung hinnehmen, kann man üben und spielen. Die haben wir selbst installiert, da kann man dann bloggen und seine Inhalte unters Volk bringen. Aber da gibt es dann auch diese Elemente, die man gegen viel Geld, wer da minder viel Geld, sich dazu kaufen kann. Und es gibt den WordPress.com Business mit 240 Euro pro Jahr und dann gibt es, zu meinem großen Erstaunen, ich habe das gar nicht gewusst, WordPress.com Enterprise, das kostet 500 Euro, aber pro Monat, nicht pro Jahr, pro Monat. Und das wird beworben mit zuverlässiges Hosting, kugelsicherer Schutz. Kugelsicher ist der Schutz angeblich. Man muss halt viel Geld zahlen. Full Frontend Customization, Unlimited Media Storage und so weiter und so fort. Und dann, ich rede über Videoeditoren, es gibt auch Videopress. Das ist eine Erweiterung von WordPress. Da kann man wunderschöne HD-Videos, wenn man teure Kamera hat, kann man sich wunderschöne natürlich machen und noch schönere. Die kann man dann hochladen und abspielen, also direkt mit der WordPress-Webseite. Das kostet 49 Euro pro Jahr. Also unterstützt fast alle Dateitypen und Codecs. Da hat man sozusagen im Web online diese Möglichkeiten, die einem auch Software anbietet. Ja, jetzt haben wir schon viel geredet. Wie viel Zeit haben wir noch? Da halbe Stunde noch, ja, dann werden wir uns dann was anschauen. Kurz zu ein paar anderen Dingen, die auch wichtig sind, und zwar Internetclub Burgenland, Visionen, was soll man weitermachen, dann will ich euch dann einen Film aus dem Happy Lab zeigen, ich war bei der langen Nacht der Forschungen, wie soll es weitergehen. Relevant eigentlich für uns alle. Sie wissen, ich war ja bis zu meiner Pensionierung auch Richter für Zivil- und Handelssachen. Und wenn man sich jetzt anschaut, die EU, es sind ja Wahlen, glaube ich, wann sind die am Sonntag, ist es so, dass viele Dinge, muss man sagen, von der EU eigentlich eingebracht worden sind, aber andererseits wieder von anderen EU-Organen, nämlich dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg, wieder ausgehebelt worden sind. Wo man sagen kann, was dümmlicherweise von EU-Institutionen und nationalen Behörden, die spielen ja zusammen, verbrochen worden ist, ist wieder saniert worden, Gott sei Dank, durch den Europäischen Gerichtshof. Ich weiß nicht, Sie werden ja gelesen haben, das letzte Erkenntnis aus Luxemburg war ja diese Sache mit dem Recht auf das Vergessenwerden. Ja? Das möchte ich vielleicht kurz erläutern, weil wir dann auch hier diese Zusammenkunft benutzen wollen, um uns zu überlegen, wie soll es weitergehen. Ja? Weiter kleine Seminare machen, jedes Jahr am Linux-Tag, wo vielleicht 10, 20 Leute kommen. Oder sollen wir doch mehr schauen, dass wir diese Themen platzieren und diskutieren? Ja? Also da ist Folgendes passiert, das war der Anlass leicht zu verstehen, ein Spanier, ein Unionsbürger sozusagen, der hat ein Pech gehabt. Der hat
schlecht gewirtschaftet oder einfach Pech gehabt, dass ihm Geschäftspartner ausgefallen sind. Auf jeden Fall ist sein Anwesen vor 15 Jahren zwangsversteigert worden. Ja? Er ist gepfändet worden, das ist verhökert worden und das wird natürlich amtlich bekannt gemacht, die Pfändung, die Versteigerung, und das war 1998 in einer spanischen Zeitung. Das ist so wie bei uns auch, Amtsblatt zur Wiener Zeitung, ist ja alles online. Und jetzt haben wir das Jahr 2014 und das ist noch immer drin gestanden. Also jeder, der ihn gegoogelt hat, aha, bitte mit ihm keine Geschäfte machen, ne, der ist schon einmal zwangsversteigert worden. Das ist natürlich ein erheblicher Schaden und den Leuten ist das eigentlich wurscht, der Zeitung. Ja. Stell mir ein, wo soll man das kontrollieren? Jetzt hat der in seiner Verzweiflung und Not, nachdem die Zeitung das nicht gemacht hat, hat er sich direkt an Google gewendet, hat gesagt, liebes Google, lösche das. Das ist ein Quatsch, das ist schon vor 15 Jahren, das interessiert kein Schwein oder keinen iberischen Stier mehr, weg damit. Ich will nicht mehr mit dem belästigt werden, ich habe ein Recht auf Vergessen. Und schon der Cicero, der berühmt-römische Schriftsteller, gesagt, lehre mich die Kunst des Vergessens. Er wollte das weg haben. Google hat es nicht gemacht, die haben gesagt, ja, die Inhalte sind nicht von uns, was können wir dafür, dass du in Spanien gepfändet worden bist, also eine spanische Zeitung, das eben online gestellt hat und nicht wegtut. Wir sind nicht dafür verantwortlich, quasi wie Ponzius Pilatus, geht uns nichts an. Da hat aber jetzt der Europäische Gerichtshof gesagt, und ich finde das ganz hervorragend, diese Entscheidung, ich habe es auch da, wer es interessiert, dem kann ich die Zahl geben, der kann das nachlesen. Es gibt nur einen Kernsatz, der wichtig ist, nämlich eine Person kann sich daher, wenn bei, ich zitiere jetzt den wichtigsten Satz, eine Person kann sich daher, wenn bei einer anhand ihres Namens durchgeführten Suche in die Ergebnisliste ein Link zu einer Internetseite mit Informationen über sie angezeigt wird, unmittelbar an den Suchmaschinenbetreiber wenden, um unter bestimmten Voraussetzungen die Entfernung des Links aus der Ergebnisliste zu erwirken. Das heißt, wird oft vorkommen, mir ist das auch schon passiert, es steht irgendein Schmarrn drin, der nicht mehr aktuell ist, der vielleicht gar nicht stimmt, aber es wird drin gelassen. Die sind faul, die löschen das nicht, kümmern sich nicht darum und sie haben aber Nachteile. Und man kann sich also sozusagen direkt jetzt an Google wenden und sagen, bitte, ich kann zwar nicht erzwingen, Google kann ja den Inhalt nicht löschen, aber Google kann den Link dazu löschen, dass das nicht mehr in der Ergebnisliste aufscheint. Also man kann das jetzt direkt seit diesem Jahr bei Google machen. Wo stellt man den Antrag in Österreich? Wo wohnt Google in Österreich? 1010 Wien, Graben 1 bis 9-9. Google Austria GmbH. Hinschreiben, wird gelöscht. Dann ist ein Fortschritt. Nicht genauso wie mit der unsinnigen Vorratsdatenspeicherung, die ja auch gekippt worden ist vom Europäischen Gerichtshof, ja, wo alle Politiker die EU, sie müssen das umsetzen und so weiter und so schnell noch schauen können, war das umgesetzt, der gläserne Bürger, wo alles kontrolliert wird, aus einer abstrusen Terrorgefahr, die man ohnehin nicht mit dieser Vorratsdatenspeicherung effektiv hätte bekämpfen können, hat auch der Europäische Gerichtshof gekippt. Also Hut ab. Und das Nächste, was netzpolitisch bedeutsam wird, wo ja auch der Internetclub, auch die Fachhochschulen eigentlich eine Stellungnahme, eine klare deponieren sollten, ist die Frage der Netzneutralität, ja, das besonders jetzt diskutiert wird. Also der Begriff Netzneutralität stammt von einem Professor aus New York an der Columbia University, Tim Wu, der ist um die 40 Jahre alt, der hat diesen Begriff geprägt, der wird jetzt da laufend interviewt, ne, wenn man schaut in vielen Medien zu diesem Begriff. Netzneutralität ist das Gegenteil von Zweiklassennetz. Soll es Providern ermöglicht werden, also Überholspuren gegen Maut einzurichten im Internet oder nicht? Ja, wenn diese Überholspuren eingerichtet werden, bedeutet das ja automatisch, dass einzelne Webdienste gegenüber anderen benachteiligt werden. Das heißt, dann ist es so, dass große Inhalteanbieter, nicht, ob das jetzt Netflix ist, das nach Österreich kommt dieses Jahr, Disney, YouTube und so weiter, ob die gegen einen Aufpreis, also sozusagen schneller den Content über die Leitungen abwickeln können, schneller an den Enduser bringen können, als nicht. Also die amerikanische Telekom-Aufsicht hat eigentlich für kostenpflichtige Überholspuren im Internet gestimmt. Die Amerikaner wollen das, dass das eingeführt wird, also dass Kunden gegen Entgelt einen schnelleren, einen zuverlässigeren Datentransfer
anbieten dürfen. Bei der Europäischen Union, also derzeit, auch Google ist übrigens für die Netzneutralität, muss ich hervorheben, die Verletzung des Prinzips der Netzneutralität, das sollte eigentlich nicht angehalten werden. Ich glaube, das ist das größte netzpolitische Thema derzeit. Natürlich gibt es Provider, die sagen, ja, können wir schöne Preismodelle entwickeln und wäre toll, diese Überholspuren, dann können wir mehr verdienen. Aber bevorzugte Behandlung bestimmter Daten im Internet heißt, übrige Internet-User wie wir, wie Schüler und so weiter, die werden dann automatisch auf eine langsamere Spur abgedrängt. Nicht? Man muss sich das also so wie im Autoverkehr vorstellen. Dann, ja, die große Herausforderung, die ich vielleicht noch anführen möchte, bevor wir uns vielleicht den Film noch anschauen, das Internet der Dinge. Ja? Was ist das Internet der Dinge? Das Internet der Dinge, es gibt Schätzungen, also 2020 werden annähernd, ja, und das ist bald, das ist in 6 Jahren, 220 Milliarden Devices an das Internet der Dinge angebunden sein. Das ist eine riesige Zahl, ne? 220 Milliarden Devices, wenn man sich vorstellt, was das bedeutet für Datenschutz, für Datensicherheit, das wird ganz enorme Probleme geben, auch Big Data im Zusammenhang mit Big Data. Wenn Sie sich vorstellen, 90% aller Daten liegen ja völlig unstrukturiert vor, in unstrukturierter Form, ob das jetzt gescannte Dokumente, E-Mails und so weiter sind, und nur 10% der Daten weltweit liegen in auswertbarer, in strukturierter Form vor, so ist das eine gewaltige Herausforderung. Und in den nächsten 10 Jahren, und die werden wir hoffentlich erleben, ne, die Venus hat schon 8000 Jahre fast überlebt und erlebt, wir werden die nächsten 10 Jahre hoffentlich auch erleben und die Welt als globale Kugel, aber die Datenflut wird laut IDC um das 44-fache steigen. Das müssen Sie sich vorstellen, eine riesige Flut, 44-fach wie jetzt bis zum Jahr 2020 mit enormen Problemen. Internet der Dinge bzw. Big Data Problematik. Ja, und dann, wie soll es mit ICB weitergehen? Wir sind ein kleiner Verein, der 18 Jahre existiert, haben die Linux-Tage ausgerichtet, jetzt auch in Zusammenarbeit natürlich mit der Fachhochschule, wo wir seit Jahren also eine erfolgreiche Zusammenarbeit haben. Meine Vision, mein Traum ist es halt, dass das hingeht, auch im Burgenland Richtung Happy Lab. Ich war dort, also dieses Happy Lab gibt es seit November 2010 und ich habe mir das am 4. April angeschaut, im Rahmen der langen Nacht der Forschung. Und mir hat das wirklich gut gefallen. Also das Happy Lab ist ja eingebunden in ein Netzwerk, das gibt es schon in 23 Ländern. Und ich war dann auch erstaunt, Lasercutter, Vinylplotter, CNC, Fräsen dort haben, 3D-Drucker. Ne? Das kommt aus einem 3D-Drucker, diese Blumenvase, die das Wasser wirklich hält, ist nicht porös. Ich habe es jetzt mehrfach ausprobiert. Wir haben das nicht. Ja? Ich meine, wir sind jetzt nicht da ausgedruckte Handykäse oder irgendwelche Handyständer da zu haben, aber das ist eben die Zukunft. Und da wäre ich froh, wenn es hier auch im Burgenland so ein Happy Lab geben könnte. Ich kann mich erinnern, jetzt bei den Linux-Tagen, um zum Schluss zu kommen, ein kleines Resümee zu ziehen. Wir haben ja die Firma Nokia gehabt im Burgenland. Ne? Ein Steinwurf von hier, die haben sagen gekommen, pfah, wir sind Nokia. Und ich habe damals gesagt, ja, wir sind der kleine Internetclub. Die haben ein Linux-Device gehabt, ob sie uns das vielleicht nicht schenken. Ausborgen, damit wir das herzeigen, uns damit beschäftigen. Nicht einmal eine Antwort habe ich bekommen. Ne? Die haben die Zelte abgebrochen, sind weg aus dem Burgenland, nachdem die Förderungen erschöpft waren. Und wenn ich mir die Präpotenz und Arroganz von Nokia vergegenwärtige, nicht, wenn Sie denken, 2007, da ist ja noch jedes zweite weltweit verkaufte Smartphone, war ein Nokia-Smartphone. Jedes zweite, 2007. Ne? Wo ist Nokia heute? Es ist nur mehr abwärts gegangen, mir tut es um diese Firma nicht leid, die eigentlich dem Burgenland nicht viel gebracht hat. Politiker, wow, super, wir haben jetzt Weltmarktführer und so weiter bei uns. Ja, Realität und Ideologie und Theorie sind zwei verschiedene Dinge, aber ich glaube, wir vom Internetclub, wir müssten mehr öffentlichkeitswirksam tätig werden. Es ist aber extrem schwierig. Ich weiß das als Lehrer. Ich habe ja 2 Maturaklassen, die sozusagen jetzt sich vorbereiten dann auf die mündlichen Prüfungen. Wenn ich als Lehrer motiviert bin, bringe ich 50 Schüler her, dann ist das voll, dieses Gebäude. Aber es sind diese Plakate in die HTL, wir haben eine HTL für Flugzeugtechnik für ganz Österreich gebracht worden. Ist da wer von der HTL da? Seid ihr von der HTL? Nein.
hakt niemand da. Also die, was ist es schön, was braucht man das? Oder Fachhochschule, ich weiß nicht, wer da ist, da kriegt man vielleicht keine ECTS-Punkte, was nützt uns das, was braucht man das? Das ist die Mentalität. Ne? Die Plakate werden immer dümmer, das Dümmste ist ans Werk. Was wird das für ein politisches ans Werk? Los, ans Werk. Gehen wir aufs Klo, gehen wir was essen, ans Werk. Finde ich absurd, die Sätze werden immer kürzer, die Videoschnipsel werden immer kürzer. Also ich denke mir, qualitätsbewusst nach vorwärts gehen, es ist schwieriger, leicht gesagt, aber schwer getan. Aber zum Beispiel in England habe ich jetzt gesehen, bei den Linux-Zeitungen gibt es sogar Blätter, zum Beispiel eine neue Zeitschrift, hat mir sehr gut gefallen, Linux Voice, die hat Crowdfunding bekommen. Also das ist wirklich eine Möglichkeit, nicht nur Open Shot, was das Hauptthema war, was meines Erachtens der beste, aber auch der erfolgreichste Videoeditor unter Linux ist, sondern auch Zeitschriften, Linux-Blätter werden über Crowdfunding finanziert. Kickstarter ist ja nur für Leute, die in Amerika ihren Sitz haben, aber es gibt andere Plattformen wie Indiegogo, wo eben dieses Linux Voice, diese Linux Voice aus Großbritannien finanziert worden ist. Also man müsste viel mehr Kreativitätspotenzial hineinstecken. Das wäre eigentlich die Zukunft. Und ich sehe also auch die Entwicklung des Internetclubs, dass man eben diese neuen Dinge auch da am Land anbietet. Dass man dort nur nach Wien fahren muss, um bei der langen Nacht der Forschung sich das anzuschauen, sondern dass man da sein könnte. Lieber Robert, könntest du kurz dieses Video zeigen? Also es ist ein kurzes Video, dass ihr das auch seht, was derzeit sich da tut. Ja? Das erste betrifft Open Shot selber. Bitte? Die erste Frage betrifft Open Shot selber. Ja. Ich habe bei dem Programm folgendes Problem, weil wir gehen bei den ganzen Open Source Programmen ein Feature ab, das ich von früher, wo ich also damals mit gekaufter Software unter Windows Videoschnitt gemacht habe, einfach abgebe. Das ist, wenn ich mehrere Clips hintereinander hängen habe und mit Übergangseffekten. Ja. Also ich bin kein Code-Entwickler, ich weiß das nicht, das ist wie gesagt ein Produkt aus den USA. Ich weiß es nicht, ich weiß nur bei der letzten Version von OpenShot, man kann mehrere Clips zusammen bearbeiten und auch auf die Timeline ziehen. Ne? Aber ob dieses Spezialproblem dadurch gelöst wird, weiß ich nicht. Ich glaube, okay, ja. Würde ich vorschlagen, schauen wir uns erst das Video und dann würde ich gerne noch eine kurze Diskussion gern, ja. Zum Thema Videoschnitt haben, weil ich habe auch einiges im Tablet. Ja.
Notstand gibt es das zum selber machen. Herzlich willkommen im Happy Lab. Das Happy Lab ist ein Fab-Lab, das steht für Fabrication Lab und ist eine offene Werkstatt mit lauter coolen Maschinen, lauter Maschinen für digitale Produktion. Das offen ist für alle, jeder kann hierher kommen und diese Maschinen nutzen, um seine eigenen Projekte umzusetzen. Und was man da alles machen kann, das schauen wir uns jetzt an. Ob Drucken, Lesen oder Fräsen, kreativen Arbeiten mit eigenen Materialien sind keine Grenzen gesetzt. Eins von unseren Geräten ist der 3D-Drucker. Dann kann ich Objekte, die ich vor dem Computer in 3D designt habe, einfach ausdrucken. Der Drucker verwendet dazu ABS, das ist ein Kunststoff, aus dem Lego-Bausteine gemacht sind. Aber bei uns wird es nicht gegossen, sondern im Drucker Schicht für Schicht aufgebaut. Das muss man sich so vorstellen wie eine ganz feine Heißkleberpistole, die anstatt dem Kleber einen ABS-Draht eingespannt hat und damit Strich für Strich und Schicht für Schicht das Modell aufbaut. Ausgangspunkt dafür ist ein virtuelles Polygon-Objekt. Damit man zu so einem 3D-Modell kommt, muss man es vor dem Computer designen. Das kann man jetzt in vielen Programmen, zum Beispiel Adobe Sketcher ist ein Beispiel dafür, oder aber auch einfach mit einem Drucker. Man kann das öffnen, die Medien anschauen, man kann ein bisschen verändern und dann einfach ausdrucken. Für unser 3 cm großes Einhörnchen benötigt der Drucker rund 2,5 Stunden. Besonders Architekten, Designer und Industrie nutzen dieses Gerät. Für präzise 2D-Arbeiten sorgt der Lasercutter. Er ist das richtige Tool für Modellbauer. Da kann man mit Hilfe eines Laserstrahls aus verschiedenen Materialien Teile ausschneiden lassen. Beispielsweise kann man aus Holz Sachen ausschneiden, aus Sperrholz, aus Karton, aus Acryl, aus verschiedenen anderen Kunststoffen. Kann ich sehr leicht sehr viele Materialien bearbeiten. Zum Beispiel 3 mm dicke Filmpappe. Hier schneidet der Cutter gerade unzählige Einzelteile in die Platte. Die werden schließlich von Architekturstudenten zu einem Schichtmodell zusammengefügt. Um die Härtefälle kümmert sich die Fräsmaschine. Hier mit dem CNC-Fräser kann ich ähnlich wie mit dem Lasercutter aus verschiedenen Materialien Sachen ausfräsen. Hier bin ich mit der Materialwahl flexibel, also ich kann ja auch aus Metallsachen ausschneiden, aus mehr Kunststoffen. Dafür ist die Bedienung etwas schwieriger. Richtiges Bespannen und korrekte Kühlung verlangen Fachwissen. Und das wird im Happy Lab regelmäßig vermittelt. Das waren jetzt nur einige der Möglichkeiten, die es bei uns im Happy Lab gibt. Wenn es interessiert, dann sollen wir am Mittwoch vorbeischauen. Jeden Mittwoch um 18 Uhr ist Open Lab. Und da kann man sich alle Geräte anschauen, Fragen stellen und auch schon selbst an Projekten arbeiten. Und ich freue mich bald kommen. Also los geht's. Eine Winterpause gibt's höchstens für Eichhörnchen. Gut, Fragen? Ja, also ein paar Sachen. Weißt du, in welchem Format das Shot am Schluss abspeichert? Nämlich nicht das Video, sondern das Projekt. Ist das ein lesbares Format? Ist das womöglich ein XML oder dergleichen? Das ist ein lesbares Format, ja. Okay. Es gibt verschiedene, also zum Exportieren hast du verschiedene Möglichkeiten, auf YouTube über Blue Tape machen, DVD machen. Ich rede jetzt nicht von, ich rede von der Meta-Information. Ja. Also, ist ein XML. Ist ein XML, das ist gut, okay. Ich frage mich, weil dann kann man Grading und Cutting parallelisieren. Und das ist jetzt einer der Gründe, warum ich das in der Lehre gemacht habe. Zu dem Projekt vorab. Das ist Lightning-Level, die Shot ist genau das. Es gibt die Engine, Media Loving Toolkit, das ist die Engine von KDE und eben Shotcuts und OpenShot, der Entwickler hat damals gemeint, also es gab da einen Clash zwischen der MLT-Ecke und da wurde eben die Lib-OpenShot gemacht und alle Programme, die MLT-basiert sind, können Projektfiles untereinander einfach öffnen. Weil wir haben nämlich bei uns in der Mediathek das ebenfalls so. Wir editieren mit dem einen Programm und können das Color Grading dann ganz woanders machen. Und haben deswegen zum Beispiel OpenShot nicht im Einsatz, weil das ausreißt und eben nicht diesen gemeinsamen Toolkit verwenden. Aber wenn es XML passiert ist, kann man sich das zusammenhängen. Wenn es aber MLP passiert ist, kann es das bis hin zum Playout-System einfach stecken und das geht. Also so zu der Info. Über die Grading-Möglichkeiten dieser Programme, was für ein Engine die im Hintergrund verwenden. Weil nach meiner
Ja, das ist richtig. Ne? Es ist halt nur die Frage, das ist sozusagen der Litmus-Test, ne? Dass man jetzt schaut, schafft die Software einen Materialmix oder schafft sie ihn nicht. Ne? Natürlich, ob für die konkrete Arbeit braucht man den, ich schaue auch immer, dass das das gleiche Format ist, dass ich da keinen Materialmix habe, ne? Idealerweise. Aber wenn es den gibt, wenn man jetzt von verschiedenen Leuten verschiedene Formate bekommt, Produkte in verschiedenen Formaten und daraus was Gescheites machen will, wird man eine Software wohl benötigen, wenn mehrere Leute jetzt arbeiten. Ja, also wenn mein Einwand ist, ja, dann konvertiere ich mal diese verschiedenen Materialien alle in ein einheitliches Format. Das geht dann der Command an über Nacht, ja, das schicke ich als Job ab und am nächsten Tag habe ich die fertig und dann habe ich es mal im gleichen Format. Ja, das ist eine pragmatische Lösung, aber nur sage ich, die Software, es gibt Software, die den Materialmix anstandslos beherrscht und dann Software, die nicht beherrscht. Na, bei OpenShot, ich glaube, da ziehe ich verschiedene Formate einfach rein, da werde ich EFFM weg im Hintergrund. Es geht mit, der Materialmix wird bewältigt. Ja. Das ist ein Kriterium. Ne? Alles einzige, egal was das ist. Dann noch zwei Anmerkungen. Also ich finde, wenn man sich eine Kamera anschaut, ist wie gar nicht unbedingt das Relevante, sondern was soll sie anschauen, den Kontrastumfang, den die Kamera schafft. Also was ist der Hälfte zum dunkelsten Pixel, was ist, wie viel Blenden kriegt die da rein, das ist eigentlich viel wichtiger. Und drittens, weil du gesagt hast, die Blackmagic, da noch zwei Anmerkungen. Ja. Ich werde morgen eine Blackmagic Pocket mitbringen. Ja. Das ist die kleine, die kostet mittlerweile nur eine Karte über 700 Euro. Will aber beherrscht sein, genau darüber gibt es den Vorteil. Ob sie die von der Fachhochschule da? Nein, ich habe die privat. Privat, ja. Und bist du zufrieden mit ihr, mit der kleinen? Bitte? Bist du zufrieden mit ihr? Ja. Und es gibt, jetzt habe ich den Namen vergessen, ein Open-Kamera-Projekt, das ist bei der Linux-Open Wien vorgestellt worden. Die bauen eine Open-Source 4K-Filmkamera, ARM-Test oder so. Das wie nennt man? Was ist das? Apertus, genau, Dankeschön. Apertus, dort läuft, soweit ich weiß, derzeit ein Crowdfunding, wer also da offene das Kino haben möchte, möge sich da beteiligen. Hier, na kurz ergänzen, ja, zum Happy Lab. Ich habe mit Schülern bereits eine Plattform gebaut und haben drei Computer gebaut. Ja. Ich habe das Ergebnis hier im Stick als Open-Shot-Filmchen, auch wenn wir das anschauen wollen. Ja, schauen wir uns das gerne an. Können wir das noch anschauen? Gerne, der Robert. Wie lang ist es? Extra kurz. Ja, schauen wir uns gerne an. Ja. Jetzt werde ich schauen, ob ich ein extra schnelles zum Laufen bin. Mein Raum rechnen. Geht's nicht mehr. Nein, nein, das ist der andere. Okay. Da. So. Okay. Ist nicht oben, oder? Nein. Ganz schön. Na gut, dann bedanke ich mich. Freue mich für die vielen Fragen. Und die Venus bedankt sich auch.